Lorenz Benito, 1-2 Niederlage gegen Slovan Liberec zu Hause, quasi ein Déjà-vu-Erlebnis nach dem Hinspiel. Ja, das kann man so sagen. Ich finde, wir haben wieder eine gute erste Halbzeit gezeigt. Wir sind in die verdiente Führung gegangen. Und mit so einem Ausgang haben wir absolut nicht gerechnet. Was ist denn dagegen? Mal ganz simpel gesagt. Ja, es wäre gut, wenn man gerade nach dem Match so Antworten hätte, dann würde es jetzt auch rauskommen. Was ist gelegen? Wir haben wieder eine gute erste Halbzeit, wir haben viele Ballbesitz gehabt, wir haben Torchancen, wir sind für die Führung. Meiner Meinung nach können wir es 2-0 machen. Und ja, wenn dann halt der Gegner durch das Resultat mit einem 1-1 weiter ist, ist es für sie dann so, dass sie sich einkugeln hinten, wir anlaufen, haben die Möglichkeit, Goal zu schiessen. Aber ja, das hat nicht geklappt. Es war schon im Hinspiel so, dass man jemanden mal vorne die falsche Entscheidung getroffen hat. Wenn man geschossen hat, hat man sollen abgeben, wenn man abgegeben hat, hat man sollen schiessen, dass man irgendwie einfach die Abstimmung irgendwie im Moment noch nicht so läuft. Ja, das ist halt meistens so. Wenn es eine Phase gibt, wo es gerade nicht so läuft, dann kann man das immer so sehen. Wenn eine Phase ist, wo es gut läuft, dann geht halt die rein, man macht immer die richtigen Entscheidungen. Aber ja, ich bin eigentlich ein positiv denkender Mensch und ich bin überzeugt, dass wir auch aus dieser Serie werden wieder rauskommen. Das heisst schon am Sonntag in Basel? Absolut, ja. Jetzt ist ja noch das Nationalmannschaftsaufgebot rausgekommen. Es hat Spekulationen gegeben, dass du vielleicht könntest auf der Liste stehen. Jetzt ist es doch nicht so. Musst noch ein bisschen warten. Wie siehst du die Situation? Ja, ich bin schon die ganze Zeit, ich bin nicht am Warten drauf. Es war schon nie ein Thema bis jetzt. Und jetzt ist es ein Thema geworden. Und, ja, warum soll ich jetzt gross enttäuscht sein? Es ist schon mal schön, dass an mich gedacht wird. Aber der Tag wird irgendwann kommen.